Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegin Gajek, liebe Kollegin Rösler, also wir können uns gerne außerhalb des Parlaments mal über Standardabsenkung im positiven Sinne natürlich, also Hilfen aus einer Hand, Vermeidung von Mehrfachhilfen im Bereich HZE, können wir uns gerne mal unterhalten. Denn Sie haben hier von Ursachen gesprochen, aber Sie haben die Ursachen auch nicht benannt. Ganz konkret, davon mal ab. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Die Linke, eigentlich kann ich mir ja meinen Redebeitrag sparen, wie Frau Rösler das gerade ausgeführt hat. Denn wenn diese Debatte vorbei ist und wir Ihren Antrag abgelehnt haben, wird Ihre Pressestelle den Satz »Ministerin und Regierungsfraktion reden nur, aber handeln nicht« wieder fleißig im Land verteilen. Aber dem ist nicht so, wie unsere Ministerin ihn gerade dargestellt hat. Unabhängig von Online-Petitionen, Protesten und der Pressearbeit der Opposition gehen auch die Regierungsfraktionen ihrer Arbeit nach. Hierzu zählt auch, dass wir über die Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe im Land bereits intensiv beraten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Zahl der Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 26 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern wird in 2017, 2018 mit ca. 201.000 ihren Tiefpunkt erreichen. Bis 2025 wird sich diese Zahl voraussichtlich wieder auf 213.000 Kinder und Jugendliche anheben, so die Berechnung unseres Arbeitskreises. Wobei solche Prognosen trotz aller Daten immer nur Schätzungen sein können. Sie werden es nicht gerne hören, aber seit 2006 sind die Ausgaben des Landes allein für den Bereich der Kindertagesförderung um 71% gestiegen. Geld, das in die Qualität der Kinderbetreuung fließt, in die Absenkung des Betreuungsschlüssels, in die besondere individuelle Förderung und in die Entlastung von Eltern bei Kosten für die Krippenplätze. Gute Kinderbetreuung ist ein wesentlicher Schlüssel dafür, die Geburtenzahlen im Land signifikant zu erhöhen. Seit 2010 werden im Durchschnitt der alten Bundesländer knapp 10 Kinder weniger je 1.000 Frauen im gebärfähigen Alter und Jahr geboren als im Durchschnitt der neuen Bundesländer. Es gibt nicht viele Faktoren, in denen der Osten dem Westen so weit voraus wäre, diesen Unterschied zu begründen. Kindertagesförderung ist einer davon. Und da hat Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten seine Hausaufgaben gemacht. Wir müssen der Realität ins Auge sehen, dass die Einwohnerzahl des Landes trotz aller Bemühungen perspektivisch abnehmen wird. Der Ministerpräsident hat dieser Tage erst wieder darauf hingewiesen, dass dem Land mittelfristig eine gute Milliarde Euro im Landeshaushalt fehlen wird. Gravierender Wandel und wenige Geld sind immer eine ungünstige Konstellation, aus der man gleichwohl das Beste machen muss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Situation des Landes hat Auswirkungen auf alle Politikfelder, auch auf die Kinder- und Jugendarbeit. Ich kann insbesondere Ihnen, liebe Kollegin Bernhard, versichern, dass wir beim Thema Kinder- und Jugendhilfe an einer Lösung arbeiten, um eine verlässliche Finanzierung dieses Bereiches künftig sicherzustellen. Als gebürtiger Mecklenburger kann ich Ihnen wiederholt versichern, wir lassen uns auch dabei von Ihnen nicht treiben. Gute Lösungen schüttelt man eben nicht zwischen Tür und Angel aus dem Ärmel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es reicht übrigens nicht aus, nur über Geld zu reden. Auch wenn das bei einer Steigerung der durchschnittlichen Verbraucherpreise für Deutschland um 27,6% auch notwendig ist. 27,6%, wohlgemerkt, nicht 45%, wie Sie es in Ihrer Begründung schreiben. Neben dem Geld müssen wir auch über Strukturen reden. Welcher Bedarf für Kinder und Jugendliche wird mittelfristig im Land bestehen? Welche Strukturen benötigen wir, um flächendeckend im gesamten Land eine qualitativ gute Kinder- und Jugendhilfe anbieten zu können? Und da wird auch die schmerzliche Frage dazu gehören, welche Strukturen in ihrer bestehenden Form nicht mehr benötigt wird und eventuell eine andere Form benötigt. Es geht nicht darum, zu streichen und dicht zu machen, sondern darum, für die Herausforderungen der Zukunft die richtige Antwort zu finden. Diese Antwort müssen aber von denen gegeben werden, die sich vor Ort auskennen.
Denn Aufgaben sollen dort erledigt werden, wo man sie am besten erledigen kann. Wir werden Ihren Antrag erwartungsgemäß ablehnen. Sie dürfen Ihre vorbereitete Pressemitteilung dann jetzt versenden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.